Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Franzi im Studio Floristik 24. Schön, dass ihr wie immer dabei seid. Ich habe was ganz Neues, richtig toll. Unterwasser-Lichterkette. Die habe ich hier arrangiert mit einer schönen Amaryllis. Schaut zu und seid gespannt. Eine meiner Lieblingsblumen, Amaryllis, ist jetzt genau die perfekte Blüte zu dieser Jahreszeit. Hier in so einem ganz zarten Rotton gibt es in allen verschiedenen Farben zu kaufen. Ich habe mich für das adventliche Rot entschieden. Das ist sozusagen heute der Hauptakteur in unserer Gestaltung. Dazu ein sehr schönes Glasgefäß, ein zylindrisches Gefäß. Ihr könntet auch noch flachere Glasvariante verwenden. Deswegen habe ich das jetzt hier noch stehen, dass ihr einfach schauen könnt, was es alles gibt. Ja, ein schönes Islandmoos, das ist jetzt schon eingeweicht in Wasser. Wenn ihr das im Karton kauft, ist das meistens getrocknet und sehr fest. Ein bisschen einfach in Wasser einweichen, das saugt sich voll, wird ganz weich und lässt sich super gut verarbeiten. Ja, und der absolute Knaller, verarbeite ich selber zum ersten Mal heute, finde ich ganz toll, sind diese kleinen Lichterketten. Und zwar Unterwasserlichterketten, super toll. Ihr müsst das dann zum Aktivieren aufschrauben und dann ist noch so ein kleines Blatt dazwischen, zwischen der Batterie. Das müsst ihr entfernen, damit die dann aktiviert sind und leuchten. Ja, ganz witzig. Eiswürfel, Nuggets, Glassteine sozusagen, die könnt ihr mit in das Wasser reinlegen zum Dekorieren. Schmuckdraht brauchen wir, um schöne Sterne zu gestalten. Ich habe mir kleine Pappmuster geschnitten und da wickeln wir das Moos drumherum. Und dann würde ich sagen, jetzt gleich los. Als erstes wickelt ihr die Sterne euch mit dem Islandmoos. Das Moos ein bisschen ausringen, das ist hier schon gut vorbereitet. Ich hatte nämlich fleißige Helfer diesmal. Dass es nicht ganz so klitschnass ist, dass die Pappe nicht sehr aufweicht. So, ich gucke mal, welchen Draht ich nehme. Ich nehme den Bouillon-Draht in Silber, den Bouillon-Effekt-Draht. Und wickle jetzt Stück für Stück, bisschen polsterartig, meinen Stern mit den schönen Islandmoosballen fest. Ihr könnt schauen, sollte natürlich beidseitig sein. Ich fange jetzt zuerst mal mit der einen Seite an und gehe dann auf die andere Seite rüber. Und die könnt ihr in klein und in groß verarbeiten und gestalten. Natürlich auch mit einem grünen Plattenmoos schön. Mit Laubblättern, falls es noch welche gibt, könnte ich es mir auch gut vorstellen. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist eine Fleißarbeit, immer schön wickeln. Das mache ich jetzt mal und bereite euch einige Sterne vor. Ich habe den Kleinen jetzt noch vorbereitet in der Zwischenzeit. Wichtig für euch zu wissen ist, dass ihr, um sehr schöne, perfekte Spitzen hinzubekommen, einfach mit dem Draht dann nochmal ganz eng bis in die obere Spitze drumherum windet, damit es einfach eine sehr schöne Form ergibt. Und so habe ich jetzt einen kleinen und einen großen gewickelt. Die könnt ihr natürlich für alle anderen Dekorationen auch verwenden, kann ich mir ganz gut vorstellen. Als nächstes nehmen wir die Amaryllis. Die haben einen sehr langen Stiel und ganz interessant ist zum Beispiel, wenn man den Stiel spaltet und dass sich dann in das Gefäß reinwindet der Stiel. Keine Angst, die geht trotzdem auf, da passiert nichts. Einfach mit einem scharfen Küchenmesser könnt ihr hier den Stiel in Streifen schneiden. So, ich brauche es noch ein Stückchen. Das müsst ihr dann wirklich schauen und im Gefäß anpassen von der Größe, dass ihr aber den oberen Teil noch als Stiel lasst, dass die sich sozusagen dann im Glasgefäß aufstützen kann. So, jetzt komme ich mir vor wie beim Friseur. So. Und dann könnt ihr diese Stiele. Wichtig ist, ihr müsst natürlich noch Wasser auffüllen. Ich verwende gleich den Stern, um den ein bisschen
mit der Amaryllis zu arrangieren. Die Glasnuggets dürfen nicht fehlen. Und natürlich die super Lichterketten. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Die wirklich einfach reinlegen. Und hier schön einweben. Je nachdem, ob ihr ganz viel glimmeriges Licht wollt oder weniger, legt ihr ein oder zwei von diesen Lichterketten hinein. Der kleine Stern. Wasser nicht vergessen auffüllen. Dabei ist auch nicht schlimm, wenn der Pappstern innen drin feucht wird. Das Moos und der Draht, die halten das ja fest. So, ein bisschen das Ganze auffüllen. Man schaut zum Schluss immer noch mal sein Werkstück an und guckt, wo noch was zu machen ist. Ich fädle jetzt noch mal welche hinein. Und zwar an Stellen, dass man die auch gut sieht. Wie immer findet ihr alle Materialien unten bei uns in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne schauen. Ich freue mich über tolle Kommentare zu meinem Werkstück. Schreibt mir mal, ja, ob ihr eine weiße, eine rote, eine roséfarbene Amaryllis verwenden würdet und wie ihr es gestalten würdet. Der schönste Kommentar, wie immer, der gewinnt etwas. Wir verlosen einmal so einen Beutel Eiswürfel und eine Unterwasserlichterkette. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Ich freue mich weiterhin auf viele neue Fragen und Anregungen und neue Kommentare. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Schaut weiter fleißig unsere Videos. Bis bald, eure Franzi.